Ich bin wieder zurück aus meiner kleinen Pause und es geht hier weiter mit Minecraft Yoshios Survival. Ja, wir haben hier angefangen mit einem Gebäude, das den Eingang zur Stadt darstellen soll und gleichzeitig auch ein Aquarium. Und ja, da sind wir gerade fleißig bei. Also würde ich sagen, springe ich mal wieder im Game direkt und mache weiter. So, erstmal ein fröhliches Hallo an alle, die geschaltet haben und für alle, die so geduldig waren und hier gewartet haben, die Pause ein Dankeschön. So, also es geht weiter. Ich baue hier schon mal wieder Glas ein, das muss man ja machen. Kann ich nämlich hier auch gleich den Sandboden einsetzen in dieses Kammer, sage ich jetzt mal. Aquariumkammer hier. Ursprünglich hatte ich gedacht, dass man vielleicht oben am Dach auch noch ein Aquarium einsetzen kann, aber ich glaube, das wird hoch ein bisschen zu viel. Passt dann auch nicht so zum Baustil, weißt du, hier, guck mal, da das Gebäude, die haben alle so. Glaube, das passt ganz gut. Nach oben guckt man ja sowieso eher seltener bei diesem Spiel. Also wenn ich dann mal wieder auf Expedition war und gut ziele, dann komme ich genau hier durch rein, durch dieses Tor. Muss mir da vorne noch was einfallen lassen dann. Das Regel, dass mir da nicht 1000 Mobs durchlaufen. Muss ich dann auch noch irgendwie ein bisschen immer. Verdammte Hecke, du. blaues Glas alle oder blaues Glas noch da? Das muss ich gucken. Ob Glas hatte ich hier drin. Ne, blau ist alle, okay. Das heißt, ich brauche noch was. Ich habe doch hier zwei Truhen drin. In zwei Truhen befindet sich doch Material, das ich mitgenommen habe. Also mal hinstellen die Teile. Ein müsste auch blaue Farbe sein und ein bisschen. Crafting Table hier noch hier hinbauen. Weg. 2, 3, 4, 5, 6. Jetzt wollen wir erstmal ganz viel Blaues. Solche Erstellung. Mal kurz so. Und das in die Mitte. Achso, das passt. 8 Stück, genau. Oh, jetzt haben wir ganz viel blaues Glas. Das Witzige, ne? Du kannst halt nicht ein blaues Glas herstellen, du musst immer mindestens 8 herstellen. Besetzt der Masse. Wo ist der jetzt schon gewesen? Da, da. Da fehlt noch einer da, ne? Jetzt müsste ich es alles haben. Jetzt passt er. Nee, hier fehlt noch. Ohne das gerade so schön hier. Geht doch glatt noch eine Glaswand. Hätte ich mich beim Wasser reinfüllen, aber schön gewundert. Ach, könnte ich ja mal mit Wasser einfüllen anfangen. Und dass ich das irgendwie voll kriege.
So, sind wir sowieso noch purpur, das weiß ich. Das heißt, auch mal eben, ob ich Wassereimer hier habe. Nee, Boden. Erst der Boden. Ups. Die Frage könnte natürlich aufleuchten in den Köpfen. Vorhin jetzt nicht da, vorhin, also vor der Pause jetzt nicht da war. Warum macht der Yeshio da jetzt Seelensand rein? Nein, macht er nicht. Das ist roter Sand aus den Tafelbergen. Kann man da sammeln? Eine Art Wüstenregion mit diesem typischen, sag jetzt mal, roten Gebirgsformationen, wie man die so in den USA, die Grand Canyon und so sieht. Kennt man aus den Western, ne? So. Die sind da, sind fertig. Das heißt, ich kann jetzt versuchen, da Wasser reinzukriegen. Und das natürlich ohne Luftblasen. Das kann jetzt lustig werden. Versuch das mal. Habe ich hier einmal drin? Ja, habe ich. Mal zu irgendeinem Gewässer. Wasser fassen. Eins, zwei, drei. Auch so viel eigentlich gar nicht. Normalerweise hätten drei Eimer gereicht. Du kannst halt immer aus drei. Ja, vielleicht funktioniert es ja jetzt wieder richtig. Willkommen zurück. Wenn die nach dem Aufladen wieder geht, dann bist du ja schon mal so ein Stück weiter. Das heißt, ich verschwinde, ich springe jetzt quasi in das leere Aquarium. Ups, und muss dann gucken, dass ich so viel Wasser reinfülle, dass ich oben wieder rauskomme. Hier die Eimer wieder stapeln. So, jetzt habe ich da zumindest schon mal eine durchgezogene Wasserfläche. Jetzt gucke ich mal, ob ich das normalerweise gehen. Und so. Immer noch nicht. Nee, muss alle zwei musst du den Wasserblock hinmachen, damit das funktioniert. Alle zwei, okay. Na gut. Natürlich ein bisschen schade. Ja, ich hatte dich vorhin so verstanden, dass du Weihnachtsmusik haben wolltest. Jetzt habe ich aber gar nicht geschnallt, dass ich überhaupt keine Musik an hatte. Das heißt, ich hatte die an, aber wie das, was heißt das? Der Kanal hier in der OBS war nicht an. Deswegen wurde das nicht übertragen. Da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet bzw. geschrieben. So, haben wir da noch einen? Ach, schon mal eine durchgehende Wasserfläche. Dann hier noch eine hin. Du musst jetzt wirklich Etage für Etage, dass du hier Wasser reinkriegst. Wenn auch nur irgendwo eine Luftblase gleich drin ist.
Eine reicht. Dann gehen die Korallenblöcke direkt ein. Ah, das ist schön. Jetzt. So, dann versuchen wir das jetzt mal von da aus. Ah, das scheint doch zu gehen, okay. Oder auch nicht. Bin gespannt, ob da in der Mitte gleich Flusseffekte auftreten oder nicht. Flusseffekte drin, Mist. Hier sind keine Flusseffekte mehr drin. Moment. Cool. Passt. Aufpassen, dass ich hier nicht absaufe. Hat da mal noch einen hin. Da. Meine Güte. Immer noch nicht. Jetzt immer noch nicht. In der Ecke muss noch einer hin. Da muss noch einer hin. Da so. Da. Ah. Boah, das Aquarium aufzufüllen ist ja echt nervig, ne? Wieder was da oben. So. Da noch einen. Oh, ich muss durchatmen. So. Bin zwar schon recht wasseraffin, aber irgendwann ersaufe ich dann doch. Jetzt habe ich da in der Mitte so ein Loch. Das ist natürlich auch doof. Wenn ich jetzt hier den Rand rum so. Wie nicht. Boah. Wird mir wohl nichts anderes übrig bleiben, als genau das zu tun, weil irgendwie ist das hier. Funktioniert das so nicht, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich habe gehofft, dass das wirklich ringsrum, na komm, ringsrum reinfließt, aber leider nicht. Leid tut es leider nicht. Na gut, das andere kriege ich gleich oben hängen, glaube ich. Mach da oben noch Wasser drauf. Ich mache mal erstmal am Rand rum, auf der richtigen Höhe, die Wasserschicht vollständig. Muss ja hier, bis dahin muss ja Wasser rein. Da oben kommt ja dann nachher noch Glas drauf. Das hier an den Ecken auch noch eben schnell. Da noch. Dann baue ich da die Abstandsblöcke rein.
Jetzt cool aus, ne? Direkt in der Mitte ein so ein Wassereinbruchteil, sag ich mal. Ja, genau. Ein Aquarium in einem Aquarium. So könnte man es nennen, ja. Ich mache jetzt da Wasser dran. Brauch Wasser. Und da noch. Ah, guck mal. Oben sind immer noch Flusseffekte drin, wie ich sehe. Ja, sollte noch einen dran. Noch nicht an der Oberfläche passt mir das noch nicht. Da muss ich noch mal irgendwie bei. Füllt sich ja schon recht gut auf, aber irgendwie fehlt da noch was. Ich baue jetzt hier noch einen hin. Dran. Um nach unten wegbauen hier. Nee, das auch nicht hin. Von unten nach oben muss das wegbauen. Das funktioniert. Immer schön von unten nach oben. Dann nicht. Dran. Eben was ausprobieren. So, jetzt gehen wir hier rüber. Da sind auch noch Flusseffekte, das heißt, da gehe ich auch noch mal rüber. Hintern, so. Also ist definitiv eine durchgezogene Wasserschicht. Trotzdem sehe ich hier oben noch diese Zuflusseffekte.
irgendwie nicht richtig. Versuchen wir das mal anders. Da ist noch einer. Die normalerweise wegkriegen, indem ich da was hinbaue. Tu ich aber nicht. Irgendwie tut das das. Kannst du machen, was du willst, ne? Der will nicht. Der will mich nicht. Der mag mich nicht. Also. Wird aufgefüllt, das. Ah, guck. Ne, da macht das nicht. Okay. Okay. Die Wasserschicht mag mich nicht. Dann mache ich es anders. Dann machen wir das so. Jetzt haben wir da am Rand keine Flusseffekte mehr. Da am Rand keine mehr. Was ist das? Ich denke gerade. Ich kann mich ja schon sehr lange unter Wasser aufhalten mit meiner Wasseraffinität hier, aber irgendwann ist da auch Feierabend. So. Ich baue jetzt einfach mal hier so eine komplette Decke rein. Dann nehme ich die einzeln weg. Okay. Da reicht es leider nicht. Kein Flusseffekt am Rand, außer. Habe ich noch irgendwo was? Ach komm, dann nimm das dazu, das ist mir doch egal. Hauptsache, ich hier meine Wasserdecke hin. So. Das ging sehr leicht. Denn hier an den Ecken? Ah, check, okay. Drunter fehlt quasi noch Wasser. Ja, die sehen leider nicht so schön aus bei mir. Seelaternen hatte ich jetzt auch gedacht. Aber die sehen aus wie aus dem Badezimmerbedarf. Ist irgendwie nicht so schön. Ah. Will er oben nicht. Was? An der Ecke will er nicht. So, jetzt. Ah. So, jetzt muss ich gucken, dass ich das hier ordentlich wegkriege. Blub aufgefüllt. Nein, doch nicht. Einer weg, noch einer weg, einer weg, noch einer weg. Und auffüllen. Ich kann ich gleich aufsammeln. Erstmal nochmal durchatmen.
Doof, dass ich das da jetzt gemacht habe. So. So. Das Problem ist eben genau das. Wenn ich jetzt unter Wasser tatsächlich noch Luftblasen haben sollte, da nicht drauf achte, dann gehen sofort meine Moment. Gehen sofort meine Dings hier ein, meine ganzen schönen Korallen. Jo, viel Erfolg. Aber Appetit hier. Will ich auch eine. So sagt er. Hier die sind die Reihe weg. 3, 6. So. Müsste ja genauso gehen, ne? Dieses Wasser hier, ne? Das ist. Irgendwie ein wenig kompliziert manchmal. Normalerweise machst du irgendwie so ein übers andere Mal Wasser hin und das funktioniert. Und hier funktioniert jetzt irgendwie gerade gar nichts. So, jetzt haben wir es. Dabei könnte es so leicht sein. Okay, also. Auffüllen, auffüllen. Das Coole ist, immer wenn ich einen Wassereimer auffülle, atme ich ein. So. Das einzeln machen. Ja. Weg. So, jetzt. Hinweg. Ein Wasser hin. Weg, ein Wasser hin. Ein weg, Messerchen. Weg, ein Wässerchen. Letzten weg und da fehlt wieder was. Ah, Krise! Soll das? Was soll das? Ah, Mann. Jetzt wirklich vom Rand bis in die Mitte.
Das zu mir? Ich glaube, das ist jetzt wirklich durchgezogen, ne? Kann das sein? Ja. Glatte Wasserfläche oben, Oberfläche oben. Kommen wir nun nicht mehr raus. Okay. Dafür muss ich jetzt mir noch irgendwas bauen, ne? Dass ich da wieder rauskomme. So, das heißt, ich muss hier einen Stein rausnehmen. Dann komme ich hier raus. So. Ja, gar nicht mal so übel. Okay, jetzt muss ich das Ganze noch auf der anderen Seite machen. Oh Gott, diesmal aber ein bisschen geplanter, ja? Eine richtig geile Idee, warte mal. Eine richtig gute Idee habe ich da gerade. Mach das noch mal so wie gerade auch, nur mit dem Unterschied, dass ich jetzt hinten eine Ecke praktisch einen überlasse. Und dann werde ich das von oben auffüllen. Mal gucken, was passiert. Dann brauche ich hoffentlich nicht ganz so extrem viel hier rumfüllen, sage ich mal. Und machen wir ein paar Laternen hin. So, jetzt Wasser. Einmal brauche ich natürlich meine durchgezogene Wasserfläche hier. Moment. Damit ich Wasser fassen kann. Ich hier immer schön Wasser fassen. Und dann geht das los. Einer dahin. Da kein Wasser mehr? Hä? Moment. Ja, doch gerade hier natürlich gezogene Wasserfläche. Habe ich jetzt bestimmt weggemacht, weil ich irgendwo da das Wasser weggemacht habe. So. War zu schnell. Einmal. So, jetzt. Da noch ein Wässerchen hin. Im Zielen, das üben wir nochmal. Wollte eigentlich da eins hin machen. So, ja, jetzt haben wir's.
Da nach hin. Einer hin. Okay. Auch mal einen drunter, dann haben wir schon mal. Ah, jetzt guck mal, jetzt kann hier immer schön Wasser schöpfen. Oh, sollte vielleicht mal Luft schöpfen. Luft schöpfen. Luft geschöpft. Weiter geht's. Das mal weg. Eimerchen dahin. So. Und nochmal. Da einer hin. Oh. Ecke einer hin, natürlich. Drei, so. Dorthin. Na, fast. Naja, es hätte auch ein bisschen gekonnter aussehen können. Aber ich habe beim Wasser immer das Gefühl, da ist zwar eine gewisse Logik hinter, aber die ist nicht immer hundertprozentig. Mal fließt das Wasser so, mal fließt es so, mal fließt es so. Kann natürlich auch sein, dass das wieder nur macht man. Dass das falsch gedacht ist, dass das tatsächlich ganz anders ist und ich die Logik dahinter nur nicht ganz verstehe. Möglich. Alles. So, da kann ich fassen.
Einmal kurz durchatmen und eine Kleinigkeit essen. Bin ich nämlich gleich Geschichte hier. Na gut, mein Spawnpunkt ist nicht weit weg, ne? Aber da ist Wasser. Nicht, hier nicht, wie es ausschaut. Gar nicht mal so gut. Einmal kurz durchatmen wieder. So. Und hier die restlichen Blubberbläschen wegmachen. Einmal da und einmal da. So, und jetzt sollte hier unten eigentlich überall, kann hier kein Wasser schöpfen. Hier kann ich Wasser schöpfen. Oh je. Ich werde es ja dann an den Korallenblöcken sehen, ne? Ob die eingehen oder nicht. Meine Güte. So jetzt. Oh je. Oh, 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 ich glaube, das ist ein Desasterbecken hier.
Okay, so jetzt muss ich da noch Wasser hin. Da noch Wasser hinmachen. So, jetzt passt das. Das ist zu hoch. Das ist sowieso zu hoch, gerade sehe ich. Phantome jetzt auch noch, ist klar. Vor allem die können schwimmen, ne? Also tauchen. Kommen einfach herunter. Sogenannte U-Phantome, Unterwasserphantome. So nicht. So, erstmal weg hier mit dem Zeug, was ich hier abgebaut habe. Dann Wasser, Wasser habe ich. Okay. Und dann hier auffüllen. So, einmal nach oben, einmal von hier oben wegmachen, eine Reihe wieder. Die Dinger brauchen noch ein bisschen länger, dafür brauchen wir normalerweise eine Hacke, dass es schnell geht. Eigentlich müsste überall Wasser sein, weil das ja hier auch jetzt. Normalerweise merkst du, dass wenn irgendwo kein Wasser ist, dann treibst du ganz anders im Wasser. Ja, siehst du, ich treibe nach. Jetzt nach links getrieben. Achso, das war, weil ich noch oben war. Eins, zwei, drei, einmal nach oben. Einmal dahin. Hin. Dort einmal hin. Ah, jetzt passt das. Wunderbar.
Passt. Passt nicht. Passt auch nicht, okay. Ja, man sieht das immer, ne? Es treten dann auf einmal irgendwo Flusseffekte auf. Da habe ich jetzt auch wieder, habe ich jetzt Mist gebaut. Aber man muss aus dem Vollen schöpfen, dann geht das. So, der weg. Ein Effekt, der weg. Da ist ein Effekt. Okay, also muss ich da wieder hinmachen. So, okay, ja, die Wasseroberfläche, die habe ich sogar so hoch gemacht jetzt, dass das hier, dass ich sogar oben rauskomme. Okay. Gut, ich hole mal die Korallen und gucken wir mal. Also sowieso so einige Sachen, die was gegessen? Nee, ich noch nicht. Ich hoffe, es hat wohl gemundet. Huch, guck mal. Gleich schon wieder was Böses angelaufen. Eine Spinne! Ich Nacht wäre, wäre die sogar durchaus friedlich. So. Ich brauche, was bräuchte. Au. So. Ganz kurz ein Schlücklein. Was hat sie jetzt davon? Jetzt ist hier auch was. So, oh, eine Spinne. Kommt hier einfach das Gebüsch gekrabbelt. So, gelb, rot, und öde, öde, öde und öde. So, die nehme ich auch noch mit. Jetzt gucken wir mal. Also so sieht sie eigentlich schon mal gar nicht schlecht aus. Muss noch Material fürs Dach holen. Hohoho. So, dann wollen wir mal. Jetzt wird es ulkig, wahnsinnig ulkig. So, das muss weg. So, dann wollen wir mal gucken. Ich baue jetzt mal hier. Wie sind denn Korallen? Korallen senkrecht, ne? Einfach so Säulen, glaube ich, ne? Am besten. Machen wir hier so eine blaue Säule rein. Hm? Blaue Säule. Rote Säule, Feuerkorallen, die können wir auch noch hier hinbauen, so. Die mal ein bisschen höher. Wer ist doch nicht übertreiben mehr drin. Sagen wir, sie bauen hier noch eine hin, oder? Ja. Zwei hoch und hier vielleicht noch, Luft. Ab und zu mal atmen, kann nicht verkehrt sein. So,
Die gelben noch. Da baue ich hier noch einen. Ich glaube, so sieht das schon mal ganz schick aus. Was gab es denn für Pizza? Wenn du schon erzählst, dass so Pizza ist, dann kann ich ja wenigstens mal eine Idee tanken. Ah, da kann ich den bauen. Feuerkorallen am Boden setzen irgendwo so. Da noch eine hin. Da noch eine hin. Kelchkorallen. Kelch sieht bestimmt auch super aus. Irgendwo mal hier so eine mit hin. Zack. So. Dann hätte ich gerne noch. Was habe ich hier noch? Blasenkorallen. Die habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesetzt. Luft. Luft, Luft, Luft. Okay, also, da setze ich mal eine hier vorne hin und eine hier in die Mitte irgendwo, da so. Ach hier. Ah, ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus. Dann nachher nur noch die Fische. Vor allem die sollten dann jetzt eigentlich auch nachts quasi so alleine leuchten können. Ich baue schon mal den Deckel oben drauf. Sagt er so. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die andere Seite. So, jetzt zeigt sich's gleich, ob wir hier anständig gewirtschaftet haben mit dem Wasser oder ob die Blöcke jetzt hier gleich. So sollte das gar nicht sein. Oder ob die Blöcke hier gleich kaputt gehen. Mach das mal hier so wie da drüben, so ähnlich zumindest. Dann setze mal hier so eckenmäßig mal so zwei große. Muss ja nicht unbedingt eine Spiegelung des anderen sein. Hier Korallen, hier ist auch gut, kann man hin und wieder gebrauchen, habe ich mir sagen lassen. Nehmen wir noch ein bisschen Hirn mit. Und was hätte ich noch gerne? Ein bisschen. Fehlt noch irgendwie was, ne? Es fehlt noch ein bisschen irgendwie was Gelbes vielleicht noch. Aber wir machen mal hier eine mehr rein. Bauen mal hier vorne noch Feuerblock hin. Und hier in der Mitte baue ich noch Feuerkorallen hin. Machen das mal so, der Seite. Noch mal atmen. Gelb, blau, noch ein gelber, roter. Bahnroter. Hier noch ein blauer. So. Muss ja nicht alles verbauen, was da ist, ne? Darf ja ruhig noch vielleicht eins zurück ins Lager. Das baue ich noch ein, das noch. Ja. Da noch einer hin.
So. Einer noch da an die Rückwand. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, wie das von unten aussieht. Erstmal hier alles wieder raushauen an Korallen, was ich jetzt so hier hatte. Das war noch Koralle. Wir haben nicht Nacht und du greifst mich trotzdem an. Was ist denn mit dir? Naja. Also. Blaues Glas sieht ja cool aus, aber irgendwie. Wenn da denn noch Fischis drin sind und so, dann passt das schon. Kann ja mal spaßeshalber. Die sehen ja jetzt auch nicht so ganz so unkorallenmäßig aus, ne? Kann mal spaßeshalber hier noch so eine Leuchtkoralle reinsetzen. Auch wenn es in Wirklichkeit keine ist, das ist ja egal. Eine Leuchtkoralle, auch nicht schlecht. So, Fische brauche ich. Fische. Ohne Fisch nix ist. Doof aus. Auf dem Weg kann ich dann auch gleich noch das restliche Material holen. Wobei die Fische kann ich auch. Ich mache erstmal oben zu und dann weiß ich, ob das Glas reicht. Schon wieder Zeit für die das dritte kleine Päuschen hier. Aber erstmal machen wir oben noch den Deckel drauf, würde ich sagen. Holen wir hier mit an. Ja schon aus Wasser hier. Oh. Stelle gerade fest, dass ich hier ganz schön böse geschlampt habe. Meine Korallen gehen jetzt nicht an. Das ist ja mal ganz böse hier. Nichts wäre jetzt blöder, wenn ich ich sag jetzt mal, Wasser hier wegnehme, oben oder vielmehr, ja, genau, Wasser da oben wegmache und mit einem Mal
sinkt hier so eine Wassersäule ab, legt einen Korallenblock frei und macht den kaputt. Das wäre ganz, ganz übel, wäre das. Versuchen wir das mal weiter vorsichtig. Hinten. Das da hinten auch noch nicht. Okay. Diese dusseligen Viecher, ne, ehrlich. Hallo Mädels, warte mal. Auch die doch gar nicht so nah rankommen lassen. Schwert hat doch auch Reichweite. Trefft ihr mit dem Schwert nicht? Weil die so eine saumäßig flache Hitbox haben. Wieder nicht. Verdammte Viecher. So, jetzt. Baue ich von hier oben weiter. Das mit dem Flusseffekt ist natürlich eine ganz dumme Nummer. Hängt schon komplett ab da. Oh. Ja, so scheint es aber zu gehen. Okay. Ja gut, wer hat jetzt damit gerechnet, ey, dass das hier, dachte, das Wasser verteilt sich dann immer so komplett. Hat das dann wohl hier nicht. Okay. Hier wohl nicht, wie es auch. Im Wasser zu sein. Ich kann zumindest hier kein Wasser schöpfen. Das ist echt krass. Hallo? Aber hier gehe ich senkrecht durch und irgendwo komme ich dann auf einmal ins Schwimmen. Naja, komisch schon, ne? Atmen. Wie viel ist das denn? Essen! Essen! Einzelne konzentrieren, ja? Der ist weg, der ist weg. Da kommt noch einer. Angeschissen. Angeschossen.
Siehst auch kaum irgendwie. So, jetzt müsste eigentlich wieder Ruhe sein hier. Meine Güte. Okay, dann wieder unter Wasser. Hier nie raus. So, jetzt. Wie sieht das denn hier aus? Hallo? Okay, da einer hin, dann wieder da einer hin. Mann, ist das doof. Atmen. Dann sollte ich vielleicht mal um dieses Teil herum Flusseffekte wegmachen. Oh, Flusseffekte wegmachen. Da habe ich vielleicht eine Chance, auch anständig rauszukommen aus dem Ganzen. Da noch einer hin, meine Güte. Da noch einer hin. Atmen. Oh. Hey.
Will doch nur da raus. Jetzt haben wir's. Irgendwas treibt da oben noch ordentlich um sich. Ach hier, das ist diese Ecke. Die treibt noch so in alle Richtungen. Ja, geht schon besser mit dem Zielen. Jetzt haben wir es aber auch bald, ne? So viel ist nicht mehr. Da in der Ecke fehlt noch ein bisschen was. Hier fehlt noch ein bisschen was und dann fehlt in der Mitte irgendwo noch was. Ecke fehlt noch was. Okay. Ah, den haben wir weg. Ja, da. Auch weg. Noch das da. Auch weg. Und welche Richtung fließt er noch? Da oder nach? Weiß man nicht. Ah, die Richtung, okay. Das ist immer schwer zu sagen. In welche Richtung fließt hier was? Da fließt noch was. So, jetzt habe ich da oben weggemacht. Dahin machen. Moment. Boah. Ist ja schlimm, ist ja ätzend. Nicht gleich hier unter Wasser. Dorben. Eigentlich musst du nur überall einmal Wasser hinmachen. Da noch Wasser hin. Da noch Wasser hin. Da noch. Da noch Rätselraten unbedingt. So. Da noch. Da noch. Hier noch einen.
Und das Auftauchen wird schon geradliniger, ne? Ja, das ist natürlich jetzt die Frage schlechthin. Was passiert, wenn ich den wegmache? Nicht nur, dass ich mich einsperre, nein, sondern ich habe auch an der Stelle Schlusseffekt. Okay. Ein Löchlein machen schnell. Ja, ein Löchlein. Machen wir da ein Wässerchen hin und dann komme ich da auch hoch. So. Passt. Das kann ich jetzt wegmachen, ohne dass ein Flusseffekt entsteht, glaube ich, ne? Genau. Perfekt. Das heißt, der Stelle kann ich jetzt immer öffnen. Aus Dach sozusagen, was ich da sehe. Okay. Wenn ich das mache, was ich mache, dann muss ich da natürlich auch wieder Wasser hinmachen, weil sonst komme ich da nicht hoch. So. Gut. Andere Seite müsste ja eigentlich passen, weil ich auf der anderen Seite ja kein... Moment, ich mache mal, ich guck mal eben was. Genau, ich kann hier einfach noch einmal rausnehmen. So. Auswachsen ist das. Verdammt. Es war eigentlich alles gut. Bis der liebe Yashio hier irgendwo da, genau. Da irgendwo Wasser weggemacht hat. So. So. Das heißt, ich muss jetzt einfach nur den Deckel drauf machen oben. Und darf mich dabei nicht verbauen. Dann passt das. Weil hier habe ich eine durchgezogene Wasserdecke. Was? Einen draufsetzen? Muss hier noch so einiges draufsetzen. Beispiel Dach. So, jetzt nehmen wir uns das noch mit. Oh, es wird schon wieder Nacht. Lila Tanks sind angegangen. Das finde ich ja gar nicht so gut. Aber auch, dass ich schon wieder maßlos überzogen habe. Wird nachher für die Videos sehr, sehr übel. Heißt, ich muss noch mal ein klitzekleines Päuschen einlegen. Oder wir machen weiter und ich starte das Intro einfach noch mal neu. Ich bleibe mal ganz kurz hier oben auf dem Dach stehen. Bin mal kurz für ein Minütchen weg. Ich sage bis gleich.